Hi Leute, ich bin hier auf Lost Place Tour in Nordrhein-Westfalen und wir sind hier ja, in einem Wald im Aachener Stadtteil Brandt und hier stehen drei Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist der erste. Ist sogar offiziell besuchbar und die liebe Becky, die filmt das Ding jetzt mal von innen. Ja, dann gehe ich erstmal runter. So. Und los geht's. So, einmal herzlich willkommen in der Höhle des Löwen. Ganz schön eng hier, also das ist echt krass. Hier ist dann das Zielloch. Direkt daneben ist ja der Kanonenausgang. Alles andere kann ich leider nicht erklären. So alt bin ich noch nicht. Aber sonst ganz interessant. Nur dieses kleine Loch, das ist echt eng. So Leute, gleich geht's weiter am nächsten Panzer. So Leute, hier ist nochmal der Panzer Nummer 1. Den habe ich euch ja gerade nur von einer Seite gezeigt. Das geht ja gar nicht. Deshalb zeige ich euch den jetzt noch von der restlichen Seite. Und dann gibt es noch zwei weitere hier. Die zeige ich euch natürlich jetzt auch noch. Gleich geht's weiter. So Leute, hier geht's weiter. Hier ist jetzt Panzer Nummer 2. So, guckt euch das mal an. Das ist echt der absolute Hammer. Da komme ich aber nicht rein. Also komme ich schon, aber da komme ich nicht rein. Guckt euch das an, Freunde. Das ist echt der Wahnsinn. Die Dinger, die stehen hier seit dem Zweiten Weltkrieg. Sind verlassen, ein offiziell besuchbares Lost Place in einem Wald in Aachen, im Stadtteil Brandt. Aachen Brandt. Ja Leute, dann gehen wir jetzt noch zu dem dritten Panzer. So Leute, hier ist jetzt der dritte und letzte Panzer. Der ist jetzt... Der ist jetzt ein bisschen kleiner. Aber auch so richtig schön. So, Leute. Also wie gesagt, wenn ihr diesen Panzer bzw. die drei Panzer gerne besuchen möchtet, die stehen in Aachen, im Stadtteil Brandt. Das ist tatsächlich offiziell besuchbar. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.